Ho, 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 ho. Wenn Sie die im Summer Sale sind, dann wird der Sommer zum Winter für den Geldbeutel und für euer Bankkonto. Aber zu Weihnachten für euer Gamerherz. Und wie üblich, wie traditionell zu jedem Sale, wähle ich mindestens ein oder zwei Titel aus meiner Wunschliste und kaufe sie. Dadurch minimiert sich meine Wunschliste nicht, weil bei jedem Sale dann nochmal 5 neue hinzukommen, aber es gibt Schlechteres. Und Endless Legends ist schon seit mindestens 3 Sales auf meiner Wunschliste. Der einzige Grund, warum ich Endless Legends noch nicht gekauft hatte, war der, dass es ein Strategiespiel ist. Und ich bin ein alter Strategie-Junkie. Und meine Vergangenheit in Strategiespielen, die erzähle ich euch noch irgendwann im Verlauf der weiteren Videos. Da wird es bestimmt auch Situationen geben, wo sich das dann auch ergibt. Wir kümmern uns jetzt aber zuallererst mal um Endless Legend und spielen direkt ein neues Spiel. Ich habe bisher nur die Einleitung gespielt, was ich aber in den Strategietiteln zumindest immer mache. Und Endless Legends bringt einige interessante Neuerungen in dieses alte und doch so geniale Genre der Strategiespiele. Und wie die aussehen, wie sich das Ganze in einem richtigen Spiel spielt, das gucken wir uns zusammen an. Deshalb lasst uns in ein neues Abenteuer ziehen. Wir beenden jetzt diese Einleitung, aber laufen direkt in ein neues Spiel, in eine neue Welt der Erfahrungen. Und wir sehen hier in verschiedenen Spieleinstellungsmöglichkeiten erstmal zur Vorauswahl. Wir lassen es mal auf 6 Imperien. Schwierigkeitsgrad knallhart. Ich war zuvor jetzt gerade schon mal drin, aber habe noch nichts bestätigt. Deswegen steht es auf knallhart. Ich werde es auf normal ändern. Aber cool ist immer die Beschreibung. So muss es sich angefühlt haben, gegen Attila zu kämpfen. Und Genghis Khan. Oder unendlich. Sie werden nicht durchkommen. Auf einfach. Wenn das Henry V. wäre, hätten die Franzosen bei Agincourt besiegt. Neuling, eine Zimmerpflanze spielt besser schon. Also Humor haben die Entwickler definitiv. Und ich lasse es mal auf normal. Wären die Briten damals so stark gewesen, wären die USA heute noch eine Kolonie. Spielgeschwindigkeit. Lasst es mal auf normal. Nutzerdefinierte Fraktion. Auch Spieler ihre eigenen. Ja, klar. Wir spielen eh solo. Erweiterte Spieleinstellungen. Das lasse ich alles mal auf Standard. Blende es aber kurz ein. Und wenn ihr euch das angucken wollt, macht jetzt einfach eine Pause. Klickt auf Pause. Dann könnt ihr euch genau angucken, was es hier für Optionen gibt. Ich lasse sie mal einfach auf dem Standard und checke kurz noch die Weltkarte. Die mache ich mal groß. Ich lasse sie auf normal für 6 Imperien. Ich lasse mal alles so, wie es erstmal empfohlen wird. Pangaea. Die Welt besteht aus einer einzelnen Landmasse inmitten eines riesigen Ozeans. Na, wir wollen Flüsse. Die Welt besteht immer noch. Also es ändert sich nicht. Unsere Insel. Aus großen Inselgruppen. Kontinente, wenige Kontinente, viel Kontinente, kein Meer. Zufällig. Benutzerdefiniert. Benutzerdefiniert. Okay, hat sich etwas an den Einstellungen unten geändert? Nee. Es geht in der erweiterten Einstellung. Cool. So, ich glaube, benutzerdefiniert könnte jetzt die Landfläche festlegen, die Anzahl der Kontinente. Chance auf Inseln. Es besteht die Chance, dass mehrere Inseln im Spiel existieren. Und was ich eingangs noch gar nicht erwähnt habe, Endless Legends kostet aktuell in dieser vollumfänglichen Version, in denen alle DLCs drin sind, an alle Addons 17,99 gegenüber dem Normalpreis von 70 Euro. Ihr könnt euch aber auch einfach nur die Vanilla-Version ohne Addons und Expansion Packs holen. Die kostet 7 Euro. Und bedenkt, ihr habt immer noch 2 Stunden Rückgabezeit. Das ist auch keine Werbung, das ist nur ein Teil des Steam Summer Sale Special. Aber mich hat es schon geflasht und ich habe mir gedacht, okay, hol ich die für 7 Euro, komm, gehst du auf Nummer sicher. Aber ich müsste die einzelnen DLCs dann trotzdem wieder mir einkaufen. Und ich hole sie lieber gleich im Pack. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich mir noch zurückgeben. Aber bisher habe ich nicht den Eindruck, dass es schlecht wird. Und in dieser 17-Euro-Version oder 18-Euro-Version sind 4 Addons drin, 4 DLCs, inklusive noch einem Special Addon, das
komplett neue und weitere Musikstücke enthält. Und das ist eins der Dinge, die mir sofort aufgefallen sind in dem Spiel. Die Musik ist bombastisch und mein audiophiles Herz und meine audiophile Seele ist mehr als nur entzückt bei den Klängen, die mir die ganze Zeit gerade durchs Ohr rauschen und sich im Gehirn einfach verbinden zu einer, wie soll man schon sagen, harmonischen Beziehung aus Sound und Glückseligkeit. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken, wenn es noch so pathetisch klingt. Und wir wählen jetzt einfach mal gar nichts weiter. Namen, Generierungseinstellungen, lasst mal wie es ist. Imperium auswählen. Hier kannst du ein anderes Imperium für dieses Spiel auswählen. So. Hier habe ich mir noch gar nicht angeguckt und hier seht ihr, wir haben einige. Bedenkt wiederum, es kann sehr gut sein, dass manche schon auch aus den Erweiterungspacks mit drin sind. Aber ich denke, das ist eine vollumfängliche Betrachtungsweise, die wir jetzt hier haben. Und man muss auch bedenken, also Endless Legend wurde 2014 von Rock Paper Shotgun in dem Jahr, in dem es auch erschienen ist, zum Spiel des Jahres gekrönt. Ich glaube sogar in drei Kategorien. Und aber die neuesten Expansion Packs und Add-ons, die gehen auf letztes Jahr und dieses Jahr zurück. Und ihr seht auch, also grafisch ist das nicht immer noch erste Sahne von das Artwork ist göttlich. Und ich muss mal gucken, welches Volk nehme ich jetzt? Welches Imperium? Da müssen wir uns Zeit lassen. So. Wildläufer. Etliche Eigenschaften. Die Eigenschaften gehe ich jetzt gar nicht mal so tief ran. Ich gehe jetzt erstmal. Ich nehme jetzt eine Fraktion, auf die ich einfach Bock habe. So, da sehen wir die verschiedenen Einheitentypen, die sie haben. Und da gibt es auch interessante Aspekte im Spiel dann mit den Einheiten, was man da machen kann. Und das müsst ihr euch geben, wenn ihr Strategiefans seid. Gebt euch die nächsten Videos, dieses, das nächste Video und so weiter, denn das werden die sehen und ihr werdet staunen. Also ich fand das sehr interessant, was da eingebaut worden ist. Diese Inkarnation der Mächte des Waldes folgten den Wildläufern, als diese aus den riesigen Wäldern Aurigas in die Städte der Ebene migrierten. Diese Symbole der Herkunft der Wildläufer sind starke Frontkämpfer. Also auch die Texte sind richtig gut geschrieben. Was kann ich eigentlich hier machen? Ich kann eine benutzerdefinierte Fraktion erstellen. Deluxe einfach, Leute. Ihr könnt eine benutzerdefinierte Fraktion erstellen. Könnt euch hier auch schon direkt dann die einzelnen auswählen und dann hier noch anpassen. Das ist schon ein krasser Scheiß. Und die Entwickler von Endless Legends sind auch die Entwickler von Endless Space. Falls ihr Endless Space gespielt habt, da war das schon, da gab es das schon in deren Spiel. Und ich habe Endless Space nicht viel gespielt, weil es mir im All dann irgendwie nicht so das gegeben hat, was es mir eben in diesen, sagen wir mal, traditionellen Strategiespielen einfach so gefühlsmäßig gibt. Und ich gehe jetzt einfach relativ schnell durch. Ich versuche jetzt nach Innovation, nach Bauchgefühl zu gehen, nach Intuition. Wildläufer, zerbrochene Lords. Diese Fraktion aus Rittern existierten nur noch in geisterhafter Form. Vortus, hauptsächlich dieser Typ. Wissenschaft, geil. Einheitentypen gucken wir uns noch dazu an. Geil ist das. Das Bischof. Brennende Magier. Hey, was ist denn los? Ich habe Rechtsklick gedrückt und Rechtsklick ist hier immer zurück. Steuerungstechnisch hat es auch einige interessante, gute Mappings auch. Aber es ist etliches. Das scroll ich aber mit euch mal in einem der Videos noch durch die Option, vielleicht auch in diesem. Es kommt drauf an, wie lange wir jetzt hier noch für die Auswahl brauchen. Aber ich glaube, es lohnt sich anzugucken, weil das ist immer schön und man muss das auch, finde ich, ein bisschen. Ja, da muss man ein bisschen Credits an die Entwickler abgeben und sich da wirklich auch die Zeit lassen, wenn sie das so komplex aufbauen. Brennende Magier. Hammerhart. Nekrophagen. Auch geil. Du musst mal die Styles an. Und
Ich glaube, man kann schon hier sehen. Also hier ist Abwechslung geboten. Offizier der Dämmerung. Das ist doch mal ein geiler Titel. Nicht Feldwebel oder sowas. Offizier der Dämmerung. Das ist eine Bezeichnung. Das ist ein Rang. Wanderclans. Nomaden. Draken. Wow, sehen die geil aus. Oh, sehen die geil aus. Was haben die für Einheiten? Uralter. Alter Schwede. Ich liebe Drachen. Ich liebe Drachen einfach. Kultisten. Krass gemacht. Dieser seltsame Kult wird von zwei Schöpfungen angeführt, die aus der Zeit der Infiniten stammen. Krasse Leute. Hammerhart. Guckt euch das an. Das hier. Die Morgar. Morgar sind erschaffene Kreaturen, die aus ihrem Gefängnis in den Tiefen des Ozeans ausbrachen. So sehen sie auch aus. Alter Schwede. Das, also der Style springt einem extrem in die Augen. Das ist wirklich, da ist eine Ästhetik dahinter. Hut ab. Alter! Das sieht auch sehr geil aus. Oh, das wird mir wirklich, wirklich schwer. Was ist das denn? Vergessene. Ich glaube, die waren auch Teil eines Expansion Packs. Alter Schwede. Meister der Täuschung, Infiltration und Sabotage. Alter Schwede, guckt euch das an. Auch dieses Wesen. Screenshot-Time, auf jeden Fall. Wie krass ist das denn? Oh, das wird schwierig. Vergessene, Alai, Draken. Ich bin schon am gucken, welche Fraktion nehme ich. Nehme ich was Menschliches? Ich mache es jetzt von den Einheitentypen abhängig. Welche Einheitentypen mich jetzt am meisten flashen? Die alte Uralte. Ist halt übelst geil. Sieht selbst der Siedler geil aus. Assassin erinnert mich an meinen Kampfmönch in Diablo 3. Marodeur. Er muss nicht mit den Armen brusten. Sie können, wie ihr Name schon sagt, von ihrer normalen Gestalt in eine Nebelgestalt und zurückwechseln. Meister Sammler, Wissenssuche. Kann die folgende Infiltrationsaktion durchführen. Technologie kopieren, anstatt Wissenschaftsproduktion reduzieren. Heimlichkeit schnell. Akimbo. Akrobat, Kriegerschlechter. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Die sah auch total geil aus dem Style. Ja, ich glaube, ich nehme die. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Der letzte hier ist ein Mönch. What the fuck? Mönch, wie geil ist das? Und das ist eindeutig ein Kampfmönch. Eine fliegende Einheit auch noch. So, wir haben unsere Fraktion gefunden. So. Das war auf zufällig, 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 zufällig. Hellblau gefällt mir nicht, weil wir schon blau haben. Deswegen will ich irgendetwas, was noch ein bisschen mehr Kontrast zu mir gibt. Hier hat hellgrün, hier dunkelgrün. Vielleicht kriege ich hier noch was anderes hin. Ah, die Farbpalette ist ein bisschen mau. Aber wir werden sehen. Also, sollte in sich kein Problem sein, die Unterscheidung. Aber lasst uns kicken. Hier Modus nur Einzelspieler. Mehr Spieler nur Freunde. Mehr Spieler öffentlich. Also für Online und Koop ist gesorgt. Ja.
Und das hier war die erste Einführung zur Endless Legend. Im nächsten Video klicke ich hier unten auf Start. Dann gucken wir uns doch mal ganz genau an, was in Endless Legends so geht. Ich habe bisher wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich kann es gar nicht erwarten. Und ich weiß jetzt schon, ich werde heute Nacht davon träumen, wie ich die Truppen wohin ziehe und was ich als nächstes an Technologien erforsche und an Gebäuden baue. Ist schon des Öfteren passiert. Kein Scheiß. Diese Geschichten, die kommen noch. Nächsten Videos. Ich danke euch fürs Reinschalten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren oder zumindest das Video zu liken. Kommentiert etwas. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas Interessantes habt, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Wünsche, Anregungen, Kritiken. Das ist alles willkommen. Lasst uns kommunizieren. Und ich danke euch für eure Teilnahme und für das Reinschauen. Genießt noch das Restwochenende. See you next time.